that we'll do with English. I have the honor tonight, the ehre, euch zu begleiten, the Künstler hier auf der Bühne, nicht nur mit Gesang, aber auch mit Moderation. Yeah, passion, das war jetzt, glaube ich, schon 35 Jahre. The 80s are back. The 80s haben uns jung, haben uns positiv und glücklich. Und wir haben super, super Leute auf der Bühne heute Abend. Gazebo, Joy, Fancy and CC Catch. Great music, happy music, that's all. Let's sing it all together. Ich muss euch erinnern, das ist jetzt die letzte Chance, eine Lose zu kaufen für die Peter Maffay Stiftung. Da kommt ein Herr, wie ich habe gesagt vorher, bei der Verlosung kommt ein Herr auf die Bühne von der Stiftung und der erklärt genau, was der Peter Maffay mit diesem Geld alles macht. Die Lose sind 3 Euro. Sie können raus, links, das ist eine Verlosung-Area. Und da bin ich auch da für euch mit dem Autogramm jetzt in der Pause. Helfen Sie uns, die anderen zu helfen. Und vergessen nicht, was zu gewinnen ist. Eine Jacke vom Fancy, eine Jacke vom Gazebo, vom CC Catch, Schuhe vom CC Catch, Platten von Joy und CDs von mir, von der Flirtseite und meinem ganzen Jahr in Deutschland. So jetzt gibt es eine Pause. In 20 Minuten, 8:55 sind wir wieder hier. Viel Spaß! Prost! Ladies and gentlemen, we proudly present Fancy! Heute sogar bayerisch reden darf. Ja. Oh, Sannebauer aus München da. Oder von meiner weg. Da haben wir es doch schon. Wunderbar, passt ja.
passt wunderbar. Also, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid. Und nach so vielen Jahren, dass ich mal hier auf der Bühne stehe, da habe ich ja schon 65 die Beatles gesehen. Da, genau da, unglaublich. Gell? Na, da, die Bühne war nicht so groß, die stand da. Oh, ja, genau da. So, ja, das war auch lustig. Also die waren toll, aber ich habe nichts gehört. Die haben so geschrien. Und ich hoffe, ihr schreit heute auch recht heftig. Das freut mich. Okay. Also meine Lieben, jetzt kommt ein 85er, der war Jahrestop 10 in den USA in den Billboard Dance Charts in the United States of America. Hier ist Chinese Eyes, kennt ihr auch. Wow, Chinese Eyes. Peter Maffay Stiftung, auch unsere Freunde von der Peter Maffay Stiftung sind da. Eine tolle Stimmung, ich meine hier die ganzen Künstler, dass sie sich auch einsetzen für die Schwächsten der Gesellschaft, das freut uns sehr. Wir danken Tess und seinem ganzen Team, dass sie an die Peter Maffay Stiftung denken. Was macht die Peter Maffay Stiftung? Wir sind gegründet im Jahr 2000 von unserem Stifter und Vorstand Peter Maffay, der sehr stark in die Stiftungsarbeit eingebunden ist. Wir haben unser erstes Projekt eröffnen können auf Mallorca, eine Finca für benachteiligte und traumatisierte Kinder. Unser zweites Projekt war dann Rumänien in der Heimat unseres Stifters und dann gleichzeitig am Starnberger See hatten wir in Jägersburg ein Projekt eröffnen können, alles im Jahr 2011. Ein neues Projekt steht an und zwar ja auch alles wieder bayerisch. Sie hören auch, dass ich natürlich hier dem Bayerischen mächtig bin. Das ist ein Gut bei Weilheim in Oberbayern, Gut Dietelhofen. Und da bauen wir gerade ein Kinderhaus und einen Spielplatz. Und genau für diesen Spielplatz werden diese Spenden von heute Abend verwendet. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Preise. Sehr schön, jetzt weiß ich, was auch da kommt. Ja, pro Jahr haben wir 1300 Kinder in unseren Einrichtungen, die bei uns therapeutische Ferien verbringen dürfen. Und das wird alles durch Spenden und auch natürlich durch Peter Maffay finanziert. Bei seinen Konzerten zum Beispiel geht immer 1 Euro pro Ticket an die Stiftung, um die Arbeit auch fortführen zu können.